Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber. Für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Schön, dass Sie eingeschaltet. Das ist persönlich bei Claudia Lesser, heute mit Max Long. Er ist ganz ein erfolgreicher Schauspieler, Moderator und Unternehmer. Ich könnte sagen, ein Tausendsassa, der zwischen Bali, Singapur, L.A. und der Schweiz umherchatten tut, was er alles macht und wie er das vor allem unter einen Hut kriegt. Das versuchen wir heute herauszufinden. Ich glaube, so einfach wird das nicht sein, Max. Also wenn man so von außen auf dieses Leben schaut, also schön, bist du mal da. Danke vielmals. Schön, dass ich das Gefühl, man kommt, glaube ich, gar fast nicht nah bei dir, oder? So viel, was du da alles machst einerseits und dann auf so vielen Kontinenten, das sieht nach einem vollen Programm aus. Es ist ein volles Programm, ja. Es ist wirklich viel, wo ich parallel am Laufen habe. Ich habe irgendwie mal angefangen, gefunden, ich will unbedingt 4, 5 Sachen aufs Mal müssen machen. Aber du kennst das auch ein bisschen, oder? Ja, was ist das? Ja, aber man hat, wenn man auf Projektbasis schafft oder seine eigenen Projekte startet und Businesses in dem Sinn, dann erstens mal hat man nie genug geschafft, oder? Man ist irgendwie ständig dran und zweitens muss man natürlich sich auch ein bisschen absichern und das ist bei mir mal so die Überlegung, ich bin so ein bisschen der, wo man im Leben sagen kann, fokussiere dich auf einfach etwas. Das hat manchmal auch seinen Vorteil, weil dann ist man vielleicht in diesem Bereich wirklich stärker. Wenn ich jetzt mich nur wieder auf etwas fokussiere, wäre es vielleicht auch manchmal in diesem Bereich besser. Aber ich habe gefunden, erstmal mache ich gerne verschiedene Sachen, ich lerne gerne verschiedene Sachen und zweitens tut man so dann halt ein bisschen diversifizieren. Und wenn es dann aber gut läuft, ist dann gerade ein bisschen viel los, ja. Um den Leuten ein das Gefühl dafür zu geben, was du alles machst. Oder? Ich meine, du hast mal angefangen mit Moderieren. Bei dem legendären Swiss Casting 2000 oder 1999 genau, wahrscheinlich ist es dann. Hast du es geschafft, unter Tausenden dich durchzukämpfen und dort, wie so viele damals, können alles ausprobieren. Aber nachher ist ja noch viel mehr gekommen, neben der Schauspielerei und dem Unternehmertum. Wie ist denn das, das Moderieren allein hat dir nachher dann nicht gelungen? Ja, es hat natürlich eben, wie gesagt, das eine dann das andere gegeben. Was schön ist an dieser Swiss, Viva Swiss-Zeit, die ich manchmal auch vermisse, ist, man hat eben Learning by Doing. Man ist nicht einfach nur Moderator gewesen, sondern man hat verschiedenste Sachen gemacht, mit der Redaktion geführt, man produziert und hat dann manchmal noch ein bisschen mitgeholfen, hinter den Kulissen, im Schnitt und so weiter und so fort. Und dort habe ich wirklich das Fernsehmachen erlernt und schon dort ein bisschen die Begeisterung entwickelt, dass das Moderieren sicherlich eine meiner grössten Leidenschaften ist. Aber, und das geht ja dir gleich, halt auch vom Produzieren spannend finden und das Kreieren von Inhalten, von Geschichten im Leben. Und dann, als ich dann angefragt wurde für den ersten Spielfilm, TV-Spielfilm Piff Paff Puff damals. Ich lache nicht noch. Ja, aber weißt du schon das? Ich meine, ganz viele träumen ja davon, dass sie einen Film machen können. Du bist angefragt worden. Ja, das ist es. Ich habe zwar auch immer ein bisschen geträumt vom Schauspieler, aber muss ja dann zuerst mal dort hineinkommen. Und es war natürlich schön, dass ich über das Moderieren so angefragt worden bin. Und das hat dann ein bisschen die Welt von der Schauspielerei eröffnet. Und dann ist irgendwie das eine das andere gegeben. Ich habe dann in Asien halt auch. In Asien bist du halt bei MTV bist in einer Firma gewesen, wo 300 Angestellte sind. Und es war so spannend gewesen, weil du hast mit verschiedensten Ländern zu tun gehabt. Aber ich habe dort wirklich einfach nur ein Moderator gewesen. Ich habe mich zwar schon, auch meine Sendung immer wieder ein bisschen mit dem Produzenten und auch mithelfen und machen und tun. Aber du bist ein. Und es ist ein völlig anderes Beispiel. Das war einfach so ein Glied in der Kette gewesen. Und darum finde ich es eben, ja, es hat beides so seine Vor- und Nachteile. Und dann, erst so mit 30, habe ich mich dann so entschieden, zwischen 20 und 30 war so die Phase im Leben, in der ich ausprobieren wollte, so viel wie möglich. Und aber auch auf die Nase gehen und von den Fehlern lernen und wieder aufstehen. Und als ich 30 geworden bin, habe ich mir so gesagt, okay, 30 bis 40 ist, wenn es dann damals, bin ich noch nicht in Beziehung, aber wenn es mal so weit ist, gerne Familie. Und halt wirklich ein Business auf die Beine stellen. Und hast du mal eine konkrete Vorstellung, was denn das für ein Business könnte sein? Nein, ich habe dann etwa 2 bis 3 Jahre
gebraucht. Ich kann. Gut, Supper Club hat damals gestartet. Das war eigentlich schon das Business in Los Angeles, der Club, das Restaurant. Aber das ist nicht meine. Dort habe ich. Ein paar meiner engsten Freunde haben das Projekt auf die Beine gestellt und ich habe mitgeholfen, kreativ. Aber ich war nicht operativ, das war nicht mein Projekt. Also finanziell bist du quasi mit. Genau, finanziell mit, aber auch schon auch so ein das Gremium, wo wir mitentschieden haben, logischerweise, wo wir investiert haben. Aber eben, wie gesagt, nicht tagtäglich. Und das hat recht viele Möglichkeiten eröffnet, Leute kennenzulernen in Los Angeles, halt, wie das eben dann so abgegangen ist und halt so die wichtigen Leute gekommen sind. Und dort habe ich doch die ein oder anderen Leute kennengelernt, die jetzt in meinem Leben irgendwie eine Rolle spielen. Natürlich auch ganz viele, die ich nie mehr gesehen habe. Aber das war immer so ein bisschen meine Devise. Die Leute fragen immer so, ja und, wie hast du das gemacht? Und so. Und ich bin dann wirklich ich bin so einer, der gerne, ich probiere jede Chance zu nutzen. Und es ist wirklich oft, gehst du, wie das halt in L.A. so ist, du gehst irgendwie 100 Meetings und 99 bringen nichts. Aber das eine Meeting dann ist dann life-changing. Mhm. Und um schon das Geschichtchen abzuschliessen, ich habe dann 2-3 Jahre ein bisschen Soul-Searching gemacht. Ich habe ein paar verschiedene Sachen. Ich war sogar in einem Online-Startup ein bisschen dabei gewesen. Und habe dann irgendwie gesagt, doch, ich glaube, ich muss in dieser Medien-TV-Welt zu Hause bleiben. Und dann war es naheliegend, vielleicht eine Produktionsfirma mal gründen, wäre eigentlich schon eine tolle Geschichte. Das hast du jetzt nicht gemacht, sondern bist eingestiegen in eine schon sehr gut positionierte von Björn Hering, Mediafish, Media Dragon heisst das, was sie gemeinsam in Asien machen. Das heisst, du hast mit dieser Produktionsfirma, das ist auch ganz neu, kann man sagen, oder? Ihr wollt in Asien wirklich durchstarten mit dieser Firma. Es gibt jetzt schon ein Reiseformat, da gibt es schon eine Sendung, was natürlich noch viel mehr wird geben. Da hast du jetzt eigentlich wie so dein unternehmerisches Zuhause gefunden. Genau. Ich will jetzt da nicht zu fest abschweifen, wir können nachher noch darüber reden. Es ist dann noch über, nach Supper Club ist dann eigentlich noch das Hidden Hills zuerst gekommen. Aber fast forward zu dem Media Fish. Ja, da habe ich natürlich, wie soll ich sagen, also Glück. Klar, man braucht manchmal Glück, aber ich finde, man muss sich auch manchmal ein bisschen kreieren in dem Sinn. Und Björn und ich haben uns einfach irgendwie gefunden. Und ich habe schon immer sehr viel von ihm gehalten. Ich habe gefunden, dass er in der Schweizer TV-Landschaft ein bisschen zu den innovativeren Fernsehmachern gehört. Auch weil er mit dem Gioia Rent damals ins Ausland ist. Und Happy Days war ja auch mit beteiligt an dieser Kreation. Und dann hat irgendwie das eine als andere gegeben. Es war für mich nicht so naheliegend, in der Schweiz etwas zu machen, weil der Schweiz nicht der Mittelpunkt war von meinem Leben. Und dann hat sich aber das so ergeben, dass er gefunden hat, Asien, du könntest doch mir ein Türchen in Asien aufmachen. Ich mache ein Türchen hier in der Schweiz auf. Ich habe natürlich schon in der Schweiz selber mein Know-how, mein Netzwerk gehabt. Aber so hat sich das eigentlich gut ergeben. Und jetzt sind wir eben einerseits hier in der Schweiz Partner, wo ich am Business Development auch viel mithilfe. Ich bin also öfters auch in der Schweiz. Und in Asien sind wir jetzt 3 Sendungen. Sind jetzt in der Pipeline für nächstes Jahr. Ja. 2006 bist du auf Asien gegangen. Wie bist du denn überhaupt auf Asien gekommen? Also, wie hat das welche Chancen hat dazu geführt, dass du den asiatischen Markt eroben? Ich habe damals eben in Amerika gelebt. Ich hatte eigentlich auch vor, in Amerika ein bisschen zu bleiben. Das ist eine längere Geschichte, aber kurz gefasst, ich habe ein Visum beantragt und habe eine Anwältin, die das versiegt hat, wirklich irgendwie so ein gelogen und macht und da und habe dann so ein Jahr oder ein halbes Jahr verloren, weil ich gewartet habe. Und dann irgendwie hat sich in dieser Zeit so wie bei mir in meinem Kopf der Gedanke gegeben, wenn das jetzt nicht klappt mit dem Visum, ich habe dort nicht gewusst, was läuft. Asien wäre schon auch noch irgendwie spannend, weil ich bin halb asiatisch, das ist natürlich die Antwort auf deine Frage. Und habe schon immer mal wollen, so ein bisschen meine asiatische Wurzel. Ich bin Schweizer durch und durch, bin da aufgewachsen. Ich habe natürlich schon ein bisschen asiatische Mentalität von meinem Vater mit auf den Weg bekommen als Kind, aber zu 80-90% Schweizer. Und es war aber schon ein bisschen so ein exotischer Gedanke gewesen, dass Asien ist für mich damals so irgendwie, ich bin dort halt in die Ferien auf Malaysia. Und dann hat auch wieder das eine oder andere gegeben. Und ich habe dann, mein Onkel hat jemanden kennt bei MTV. Und so bin ich dann eingeladen worden von MTV, um dort vortraben. Und irgendwie hat es dort auch Giga zwischen mir und dem Produzent. Und es hat aber keine Sendung gefragt, keinen Job auch. Sie haben niemanden gesucht. Und dann bin ich wieder abgereist und dachte, gut, es ist gut gelaufen, das Meeting, aber du,
Und er so, doch, wir rufen dich dann vielleicht mal an. Und ich fand, ja, das wäre es jetzt gewesen. Und dann bin ich wieder zurück auf Amerika. Und dann habe ich dann nicht lang, 4-5 Monate darauf runter, habe ich dann ein Telefon bekommen, das heisst, wir haben eine Sendung, Motorola. Damals war Motorola noch big. Ist der Sponsor. Und WAP, damals hat es kein Smartphone gegeben. WAP war damals das neuartige Ding gewesen. Und das war wirklich die interaktive Show von Asien gewesen. Wir haben ganz viele Awards gewonnen, internationale Emmys und so Zeug. Weil damals die Leute haben können interaktiv mit über das WAP mitmachen. Mhm. Und das war eine spannende Zeit gewesen, weil ich habe dann nicht nur Singapur kennengelernt, ich habe Singapur auch nicht kennt, gross. Und, sondern weil die Sendung in so viele Länder ausgestrahlt wurde, bin ich natürlich immer wieder in die Länder gehen, irgendwelche Shows moderieren und Gastauftritte und so. Und dann ist man in so einer Sendung wie da gesessen, in den Philippinen. Und es war schon spannend gewesen, einfach irgendwie die Philippinen kennenzulernen aus der Sicht von einem Moderator in dem Sinn. Und dann habe ich im gleichen Jahr eine Rolle bekommen in dieser asiatischen Version von Friends. Die hat After Hours geheissen und dann ist es so richtig. Das muss man zuerst mal schaffen. Jetzt wollen wir mal schauen, wenn du moderierst, wie denn das aussieht. Wir haben einen kleinen Ausschnitt für sie daheim vorbereitet. Das wäre Max Long in Action. Ja, meine Damen und Herren, heute ist das grosse Finale. Buonasera, signori e signores. Stasera celebriamo la notte italiana. This year we have something brand new, and that's this massive tri-span behind me. Mi sito si orso international vino nie. Don't forget, Ferrari has shown good race pace, so I predict that Alonso will make it on the podium. That'll be great for all the Tifosi fans here in Singapore. Im Schiffsbau gibt es jetzt noch ein paar Drinks an der Bar und dann wird bis spät in die Nacht reingetanzt. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Abend und ciao zusammen! Also, du bist sehr virtuos mit all diesen Sprachen, aber es ist schon nach wie vor also die deutsche Sprache, die dir am nächsten ist, oder hat das mittlerweile geswitcht? Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil Italienisch kann ich nicht. Da habe ich schon den einzigen Satz in meinem Leben gesagt, auf Italienisch. Nein, ich bin eigentlich wirklich im Deutsch, also logischerweise Deutsch, Schweizdeutsch, aber im Englisch natürlich sehr sattelfest. Aber das Französisch eben auch zu wenig gut. Ich habe gerade kürzlich ein Meeting mit einem Regisseur in Asien und hat mich auch gefragt. Und Schauspielerei geht auf Französisch, da muss man ein bisschen auswendig lernen. Und so verstehe ich schon immer noch genug, dass ich kann auch reagieren natürlich, das muss man ja in der Schauspielkunst. Aber moderieren ist nämlich so ein bisschen schwieriger, ja. Du, schau mal zurück in deine Vergangenheit. Woher das denn überhaupt kommt, da, dein asiatischer Einschlag, dein Papi? Genau. Ihr habt ja am Anfang auch 3 Jahre in Malaysia gelebt, gell? Genau. Die Mama ist Schweizerin und der Papi... Genau, ist Chinese Malaysian, wie man das sagt auf Englisch. Also der Grossvater, ohne weit auszuholen, ist aus China. Dann ist auf Singapur ausgewandert. Meine Großmutter ist mehrere Generationen chinesisch in Singapur. Und mein Vater ist dann in Singapur geboren und sie sind dann in seinen jungen Jahren auf Malaysia ausgewandert. Also von der Staatsbürgerschaft her ist eigentlich halb Schweizer, halb Malaysier. Und von der Rasse her halb weiss, halb chinesisch. Ja. Wo hat denn er deine Mami kennengelernt? Das ist eine gute Frage. Meine Mami ist viel gereist früher. Und sie war in der Kunstwelt zuhause gewesen. Und ich war Asien entdeckt 1977 und auch auf Bali, auf Singapur. Und dann auf Bali sind wir gerade jetzt, vor ein paar Tagen, zum ersten Mal Fotos gezeigt, hat sie für einen Graben von Singapur früher. Und ja. Ich liebe Geschichte. Und es ist so faszinierend, weil ich habe jetzt gesehen, wie sich Singapur entwickelt hat seit in den letzten 11 Jahren, seit ich dort lebe. Es ist auch schon Tag und Nacht. Aber es hat wirklich damals noch kein so. Es hat ein paar wenige Hochhäuser gegeben. Ich dachte, das hat es damals schon gegeben. Und Bali auch. Ich meine, Bali war nur Reisfelder. Und es führt dann halt jetzt vielleicht zum nächsten Thema. Aber sie ist dann auf Malaysia gereist, hat meinen Dad kennengelernt. So wie, es gibt zwei verschiedene Geschichten. Es wird Zeit für beide zu erzählen. Aber mein Vater, seine Version, setzt sich natürlich um ein anderes. Er hatte keine weissen Leute damals. Der hat Siemens, das war die einzige Firma, die dort ein paar wenige Deutsche dort hatte. Und dann hat es geheißen, ja, das ist die blonde, weisse Frau. Also, wenn du jetzt damals dort warst, dann hat sich das umeinander gesprochen. Und mein Vater hat irgendwie mitbekommen, dass es irgendwo ein Fest ist. Und er ist dann dorthin. Ich dachte, die weisse Frau muss ja, jetzt mal gehen. Ja, das gut, ich weiß nicht, ob das wegen blonden Weiss, aber es war vermutlich etwas Exotisches. Oder? Und dann, die haben sich dann so kennengelernt. Und meine Mutter ist dann zurück in die Schweiz. Das muss auch noch interessant gewesen für ihre Eltern. Und gesagt, oh, ich habe mich hier verliebt in Malaysia und ich ziehe jetzt auf Malacca.
Schön, zu dem Zeitpunkt für die Schweizer ja noch nicht gleich offen heimgekommen. Ja, nein, nein, es ist wirklich, es ist schon eine andere Welt gewesen. Ja. Und sie ist natürlich mega schön und lieb aufgenommen worden von meinen Grosseltern. Ich glaube, das hat viel ausgemacht. Aber eben, ich meine, dort ein Kind unter Chinesisch, also das erzählt immer so Geschichten. Also, wenn ich total gekommen bin, gewisse Sitten, die Chinesen haben. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist schon für alle Schweizer, die in der Schweiz jemanden heiraten, der aus dem Ausland kommt, die kennen das auch, die verschiedenen Kulturen. Aber wenn man dann noch dort übergeht, dann ist das, glaube ich, schon sehr speziell. Also ich bin natürlich sehr dankbar, dass meine Mutter so crazy genug ist, so Malaysia zu ziehen. Und ich bin dann in Malaysia geboren, genau. Mit 2, 3 sind wir dann aber in die Schweiz gekommen, weil die Ausbildung natürlich in Malaysia damals noch einiger schlechter ist. Ich würde sagen, es war nicht der Grund, dass sie gefunden hat, hey, das geht irgendwie nicht. Nein, sie wären gerne beide dort geblieben. Beide. Ja. Also beide. Mein Vater ist offen, hat das spannend gefunden, natürlich. Aber er war Autorennfahrer, erfolgreich, aber nicht jetzt Formel 1 und Millionen verdient, sondern Rennfahrer kostet ja oft mehr, als dass man etwas dann überkommt. Aber es war eigentlich sehr erfolgreich, hat natürlich davon können leben. Und in der Schweiz gibt es ja keine grosse Rennkultur, wenn überhaupt eine. Und hat dann damals einen richtigen Job erlernen und hat dann da die Hotelfachschule gemacht. Und, wow! Ja, in Luzern. Und hat dann überall ein bisschen gearbeitet. In Kronenhalle und Storchen, und wie sie alle heißen. Und er hat dann, der Plan war eigentlich, dass sie beide dann irgendwann wieder zurück auf Asien ziehen. Und wie es oft so ist in der Schweiz, wo man auch sehr bequem und ein gutes Leben da hat, sind sie dann stecken geblieben, bis sich dann leider sie beide scheiden lassen haben. Im 95 ist mein Vater zurückgezogen auf Malaysia. Die hat dann das wieder erfüllt, hat wieder zurückgewählt auf Bali. Genau, und das so führt dann so zu dem, was jetzt ist. Und sie hat irgendwie immer schon ein Stück von ihrem Herzen irgendwie in Asien geblieben. Und wie viele andere auch hier in der Schweiz sagen, ja, ich würde einfach gerne auswandern, wie hast du das gemacht und so. Und ich bin halt wirklich der, was sagt, ja, wenn es wirklich etwas ist, wo du davon träumst, dann mach es, vor allem, wenn du jung bist. Und jederzeit, ich sage immer jedem Schweizer, du kannst einfach wieder zurückkommen. Das ist das Schöne. Es gibt gewisse Leute, die aus Afrika oder wo immer, aus Kriegsgebieten, Flüchtlinge und so, die können nicht mehr zurückgehen. Das ist dann irgendwie heavy, glaube ich. Oder? Aber wenn man weiss, dass man ja, wenn es einem nicht gefällt, nach 1-2 Jahren kommt man wieder zurück. Oder? Und so viel hat sich dann auch nicht verändert. Mhm. Und meine Mami hat dann irgendwie immer wieder zurück, aber ist halt auch da geblieben. Und ich bin dann 2006 auf Singapur gezogen und sie hat dann Asien wieder entdeckt. Und sie hat gerade die Geschichte jetzt wieder erzählt. Sie ist dann in Singapur gewesen. Ich war recht busy gewesen, ja, mit meiner Karriere. Und sie hat mir gesagt, ich gehe wieder mal auf Bali. Und dann ist sie wieder sich auf Bali. Verliebt in das und hat sich Bali, wieder sie verliebt. Ja, genau. 87, 97, 30 Jahre ist sie nicht mehr zurück. Nach 30 Jahren ist sie zurück. Mhm. Reden wir nachher auch noch darüber. Was mich wundernimmt, ist, deine Eltern, was war das Wichtigste, was du mitgegeben hast in deiner Kindheit? Respekt. Das ist so ein das von meinem Vater. Also ich habe schon auch vom Asiatischen her sehr viel mit auf den Weg bekommen. Und ich bin auch sehr streng. Vom Vater Seite eher strenger gezogen worden, nicht ganz so streng, wie ich jetzt gesehen die asiatischen Spiele. Was heißt streng? Ja, streng heisst halt in unserer Generation hat man halt ab und zu mal noch den Bambus. Den Bambusstab vorgenommen. Und gut, das ist ja heutzutage noch so, ein bisschen so in Asien. Und ja, und dann, wenn man nicht zugelassen hat, dann hast du eins bekommen. Ich habe zum Glück nicht viel Eis bekommen, aber ich musste natürlich am Anfang 1-2 bekommen, damit er am Schluss nur noch so machen konnte. Und dann ist schon der Max. Du und deine Mami, weißt du, das für deine Mami war? Du, also weißt du, es war jetzt nicht schlimm. Also mein Vater ist jetzt nicht, ist eigentlich wirklich, eben, wie gesagt, für unser altes Verhältnis immer noch. Also ich musste wirklich dumm tun. Ich hatte zwar dumm damals als Kind auch, aber nicht so viel. Also es war nicht irgendwie wöchentlich oder monatlich. Weiß ich gar nicht mehr so genau, wie das sie jetzt irgendwie, wo sie war. Sie war vermutlich nirgends, wo der Bambusstab für den Kopf kommt. Ich denke schon, dass das ja die grossen Herausforderungen sind. Eben auch gerade bei so Beziehungen, dass schlussendlich eben die Kultur vom Erziehen, von wie der Kind zeigt, dass dann immer so in extrem ist. Oder? Ja. Hast du heute noch Kontakt zu deinem Daddy? Er ist leider nicht mehr umeinander. Ja. Er ist leider verstorben vor 2007 oder 2008. Ja, leider. Mhm. Ja. Ich habe noch viel Zeit mit ihm verbracht. Ich bin
zurück auf Asien bin, auch ein bisschen ein Grund, eben nicht nur meine Wurzeln, sondern auch irgendwie Vater wollen. Ich habe meinen Vater dann seit 95 nicht mehr so viel gesehen, schon ab und zu, aber irgendwie ist halt schon eine wichtige Phase im Leben und ich habe meinen Vater über alles geliebt und ist das Vorbild gewesen, halt auch Motorsport, den ich jetzt auch ein bisschen öfters ja, lebe. Der hat das sehr geprägt, ja, genau. Und ja, ich tue alles so schön präsentieren, aber das ist halt mein Leben. Und ja, und dann leider ist er etwas früh gestorben. Aber ich habe dann mit ihm noch in Malaysia, wir hatten noch eine Wohnung zusammen in Malaysia, wo ich ihm dann noch können. Glücklicherweise kostet dort etwas weniger kaufen. Und dann war ich viel in Malaysia, viel Zeit dort in Kalumpa verbracht. Ja. Mhm. Hast du als Bub dann auch von so einer Karriere geträumt? Ich meine, jetzt gibt es ja wieder den Rennsport bei dir, also schon länger, aber jetzt mit Fox Sports machst du, darfst du die Formel 1 begleiten. Genau, ja. Hat das schon als Kind angefangen, also als Papis Vorbild, Rallye-Fahrer in Asien? Ja, also das wird jetzt auch wieder zu Ende gesprengt, wenn ich da mit leuchtenden Augen von der Zeit erzähle. Aber kurz, ich bin im 87 Senna, erste Weltmeisterschaft, bin ich richtig Fan geworden, so als Kiddo. Und habe die Senna Prost-Zeit miterlebt, für die, die Formel 1 schauen. Und ich habe lustigerweise mitmoderiert mit meinem besten Freund, der Maxito, falls zuschaut. Wir haben Volume, also den Ton auf lautlos gestellt und haben kommentiert. Grossartig. Ja, genau. Und das ist grossartig. So ja. Wir haben alles gewusst. Ja, wir haben alles gewusst. Wir wussten, welchen Gang, in welcher Kurve, welchen Gang schalten und so weiter und so fort. Und habe dann, als dann der Schuhmacher angefangen hat, gewinnt, was ein bisschen langweilig geworden ist, habe ich in die Formel 1 auf die Seite gelegt, 10 Jahre. Und jetzt habe ich 2006 oder so, habe ich dann den Schuhmacher draufgehört. Habe ich dann wieder angefangen. Jetzt wird es wieder einsteigen. Genau. Und ja, und dann irgendwie bin ich mal angefragt worden, ob ich Sport in Formel 1. Und ich so, ja. Und dort habe ich dann angefangen, so ein bisschen Formel 1 immer mehr moderieren. Jetzt habe ich seit 7 Jahren in Singapur den Grand Prix moderiert. Und das ist spannend, aber das ist, ich habe so ein bisschen Brücken geschlagen zwischen Entertainment, weil die haben ganz viele Konzerte, Beyoncé und Maroon 5, wie die alle heissen, performen dort, noch nebst dem Rennen. Und wir sind so ein bisschen Brücke zwischen den Experten und von der Formel 1, kommentiert habe ich ja nicht, und dem Entertainment-Programm. Und ich wollte immer mehr in Formel 1 und meine Chefin hat immer gesagt, mehr Entertainment. Und jetzt konnte ich aber meinen Wunsch erfüllen und bin jetzt bei Fox Sports Asia und dort wirklich durch Sportjournalismus und Sportreporter und das ist für mich Neuland. Du, es wird Zeit, dass wir mal schnell auf die Straße schauen. Okay. Das machen wir abends mit Herrn und Frau Schweiz und fragen Max Long, wer ist das eigentlich? Ist noch interessant, dass die Leute so zuerst denken, was du beruflich könntest machen. Wir hören doch einfach mal schnell in den Einspieler. War das nicht auch ein Mister? Der Bachelor. Moderator. Das ist ein Sänger. Das ist ein Schauspieler. Oder Model. Ein Fußballer. Ja, der kennt meine Freundin. Er hat Fashion Week im Seal City moderiert. Früher Viva-Moderator. Music Star, genau. Swiss Awards, also irgend so, hat er sicher mal moderiert. Im Breakout ist er auch. Jetzt ist er, glaube ich, irgendwo im asiatischen Bereich immer noch tätig. Er sieht etwas exotisch aus. Der Bruder von Jet Li oder so. Der Mehmedi. Heißt er nicht Max? Ah, doch, der Max. Der Max Lang. Max Lang, ja. Der Max. Ja. Er kommt sympathisch rüber. Ja. Offener Mensch, kommunikativ. Er ist mega bubbly. Cool, locker. Er ist sicher ein offenherziger, positiv aufgestellter Typ. Sieht nicht schlecht aus. Schöne Augen. Er ist älter geworden. Er weiss, dass er gut aussieht. Er liebt sein Leben. Er ist ein Player. Ein bisschen Glamour. Ein bisschen soft. Ich weiss nicht genau, wer schwul ist. Dass er eine Frau hat, die er sehr gerne hat. Und dass sie miteinander irgendwie eine Hotelgeschichte irgendwie machen. Er ist ein Multitalent, denke ich ein bisschen. Er kann selber ein bisschen. Guten Entertainer. Jung, dynamisch, auch kompetent. Schaut ein bisschen in die Zukunft. Sehr zielstrebig. Er weiss, was er will leben. So, jetzt kannst du mit allen Gerüchten aufräumen. Mehmedi habe ich auch super gefunden. Der Fußballer Mehmedi passt total zu dir. Ja. Und ein bisschen älter bin ich geworden. Ein bisschen älter, wie schade. Also, lustige Geschichte. Ich habe es gerade vorher davon gehabt, wenn man nicht gerade eine grosse Show hat, dann wissen die nicht mal, die Leute kennen einem so ein bisschen, aber wissen dann eben nicht all, gerade auf Anhieb. Und dann wirklich, ich höre das ab und zu sagen, ja, du kennst doch den. Nein, du bist doch der. Aber einmal habe ich mir jetzt gesagt, du bist doch der Coiffeur von meinem Bruder. Ah. Und so Zeug sind ja gefunden. Ja, genau, ich bin der Coiffeur von dem Bruder, das stimmt. Er ja. Weiss, was er will im Leben, aber ich glaube, das ist schon etwas, was sehr darauf
abzieht, was du wirklich bist. Du hast vorher gesagt, zwischen 20 und 30 und dann zwischen 30 und 40. Also, du bist jetzt nicht einer, der einfach so ein bisschen rumgeschlittert ist und dann einmal da reingehauen ist. Also. Nein, ich habe das zähle zu etwas Positivem für mich, dass ich eigentlich immer so ein bisschen gewusst habe, also eben weiss, was er will. Also was man will und was man dann macht, ist nicht immer das Gleiche. Ich glaube an Träume. Ich bin ein Fisch und bin zwar nicht gross im Sternzeichen zu Hause, aber ich glaube, es sind Träumer. Ist das bei den Affen, bei den Chinesen? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo immer heisst es, du bist ein Träumer. Und ich glaube noch an Träumen und finde das wichtig. Und man muss nicht immer alle Träume erfüllen. Wichtig ist, man hat sie, aber es ist eigentlich doch jetzt in meinen Augen dann auch schön, wenn man sie erfüllen kann. Und darum, was man will und was es dann ist nicht immer der Fall. Aber es hilft, wenn man einen Plan hat in meinen Augen. Und ich habe natürlich viele Freunde, die nicht gewusst haben, wo ich eigentlich konnte inspirieren, wo irgendwie einfach, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin halt dann immer der, der findet, wenn du in einem Büro hockst und einen Job machst, nur wegen dem Geld oder einfach nur, weil es bequem ist. Wenn du der Mensch bist und es dir egal ist, dann okay. Aber wenn du irgendwie wirklich aus dem raus willst und etwas machen willst, dann mach. Und auch da wieder. Meistens kannst du dann trotzdem wieder zurück. Oder meistens machst du dann nicht einen Job, wo du dann auch in eine andere Richtung. Also es ist ja dann nicht irgendwie gerade... Vor allem in der Schweiz, oder? Eben. Und der Schweizer, der geht, das versteht meine Frau nie, der geht dann einfach ein Jahr mal in die Ferien und das kann er ja dann auch, oder? Und wieder zurück in die Arbeitswelt. Das gibt es nirgends. Ich kenne niemand irgendwo im Ausland, Amerika oder in Asien, wo man sagt, jetzt muss ich ein Jahr reisen. Was sind denn die grössten Unterschiede, die du jetzt kulturell siehst, für Singapur und dann aber auch Amerika, LA, jetzt die Arbeitswelt zu der Schweiz? Es ist für mich recht lustig. Ich habe mich natürlich sehr an die Locations gewöhnt, oder? In Asien sowieso, in Amerika auch, und passe mich an. Aber es braucht immer so, es ist das Beispiel, wenn ich irgendwie lande und gerade mal schnell irgendwo in den Lebensmittelladen gehe, weil ich meine Milch und was immer muss kaufen. Dann ist wirklich, vor allem im Englischen, wenn ich irgendwie in Amerika bin und ein bisschen noch den Slang aus Asien mitbringe, dann müssen sie zweimal fragen, was hast du gesagt? Und umgekehrt auch, irgendwie, wenn ich mit einem klaren Amerikanisch komme, dann versteht mich die Frau an der Kasse in Singapur auch nicht. Und es sind so Kleinigkeiten, die einfach wie die Leute ticken, oder? Weil der Asiate hat völlig andere Prioritäten als wir Schweizer. Und der Ami auch. Ist noch wahnsinnig klar, sehen wir uns alle nach Liebe und Gesundheit und Erfolg und Familie und all diese Sachen. Aber wenn es noch ins Detail geht, sind doch bei der Kultur verschiedene Sachen wichtig. Und das ist für mich noch schwierig. Es ist schön, aber auch schwierig. Und das ist, viele fragen mich so, das ist cool, bist Mischling und so. Und das ist sicherlich zu 80-90% sehr positiv im Leben, weil man irgendwie nicht nur etwas hat. Aber man ist oft dann, ich gehöre nirgends richtig dazu. Klar, in der Schweiz noch am meisten. Aber in Asien bin ich irgendwie nie so völlig, ist immer so ein bisschen, ja, der Ausländer. Aber ja, es ist ein, viele sagen, ich bin weiss. Also, wenn du einen Asiat fragst, ja, aber siehst du nicht, dass ich halb bin? Nein, du bist weiss. Und dann gibt es aber auch Leute, die in Amerika finden, du bist Asiat, du bist Chines, was, du bist weiss, du bist noch halb weiss. Und es sind auch so Sachen. Und es ist spannend, aber es ist noch schwierig. In Amerika vor allem auch. In Amerika, die Amerikaner sind auch sehr auf ihre eigene Kultur dem sind fixiert. Und wenn man dann etwas zum Beispiel nicht weiss, irgendwie, blödes Beispiel wie der Brady Bunch, so eine Serie von früher, die bei uns nicht gelaufen ist. Und wenn man dann nicht weiss, genau wer die Charaktere sind, oder wenn man nicht genau alle Staaten auswendig kann, dann schaut man an und sagt, du weißt nicht, wo Pennsylvania ist. Oder wenn ich sage, ja, weißt du, wo der Kanton Glarus ist? Oder irgendwie, oder weißt du, die Hauptstadt von der Schweiz? Und dann hört es auf, es meint, in Schweden, oder? Ja, genau. Aber eben, das ist dann noch schwierig, weil ich komme dann oft nicht über, als wäre ich nicht von Amerika. Ich bin dann irgendwie, die meinen dann, ich bin ein Ami, der nicht genau weiss, wie man die Hymne singt. Oder? Aber das sind so die Challenges. Ja, du hast das ja auch nicht gerade einfach gemacht, gell? Jetzt mit einer Frau, die da in L.A. wohnt. Also so die, ich sage es mal, nicht wissen, wo hin. Hat das nicht im Gefühl ein bisschen unterstreichen? Jetzt hast du, deine Frau lebt in L.A., oder? Sie chattet nicht immer mit dir mit. Nein. Wie ein Hündchen oder vielleicht in gewissen anderen Bereichen, wo die Frau dann einfach nicht mehr, sie hat eine eigene Karriere, weiss genau, was sie will.
ich stelle mir das auch noch schwierig vor. Oder? Dann ist man noch mehr so auseinandergerissen. Die Schweiz ein Business, in L.A. ein Business, Frau und Bali, jetzt ein Hotel mit dem Mann zusammen und dann noch der asiatische Markt. Ich habe es dann doch nicht ganz so richtig durchdacht, oder, mein Leben, weil ich habe dann natürlich, als ich mal gefunden habe, mit Anfang 30, ja, nein, wo ich gefunden habe, hey, jetzt eben da, das und jenes und das ist cool, in der Schweiz wird ja weitermachen und so, habe ich dann nicht so weit gedacht, dass dann das mal schwierig wird, wenn mal eine Frau haben, oder? Du, nein, also ich bin schon immer, ich habe schon immer bei fast allen meiner Beziehungen, seit ich im Ausland lebe, natürlich, sind die Distanz im Spiel gewesen, und das ist auch nicht immer einfach gewesen. Und bei einer Frau, und vielleicht eben darum auch, habe ich sie geheiratet, oder haben wir uns geheiratet, ist es irgendwie so einfach gegangen. Einerseits mal ist es auf dem Tisch gewesen. Es ist nicht einfach irgendwie, wir haben da gelebt und dann habe ich gesagt, oder du hast gesagt, hey, übrigens, ich habe jetzt noch einen Job in Deutschland, kommst du mit, und ich habe mein Leben da. Es gibt sehr viele so Geschichten. Und irgendwie, ja, es ist nicht einfach, klar. Aber es ist nicht in dem Sinne eine Fanbeziehung, wo man sich halt nur 3-4 Mal im Jahr sieht. Ich bin eigentlich alle paar Wochen in Los Angeles. Und somit ist es so ein bisschen wie jemand, der viel auf Geschäftsreise ist. Oder sehr viel. Und wir witzeln immer, ich und meine Frau. Also die erste am Anfang, wenn wir uns verabschieden, ist immer so, okay, ciao, ich werde dich vermissen. Und so, aber beide so, ah, cool, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit für mich. Und dann so nach einer Woche ist so, nach einer Woche fängt es dann so ein bisschen an, so ein bisschen, ja, okay, vermisse meine Frau, sie ist vermisse meinen Mann. Aber die zweite Woche ist auch noch völlig okay. Und dann in der dritten Woche fängt es dann ein bisschen schwieriger werden. Dann so ein bisschen, ja, und was machst du? Und ich glaube, zum Glück sind wir beide nicht eifersüchtig, aber so ein bisschen, ja, was machst du? Und wo bist du? Und so, und mit einem Hangshop. Und so. In der vierten Woche ist dann doch so ein bisschen, wird es dann ein bisschen schwieriger. Und ich probiere eigentlich, dass sie meine Trips so bei 2-3 Wochen halten, erfahrungsgemäß. Und so geht das eigentlich sehr gut. Ja. Aber auch weil sie, wie du gesagt hast, sehr selbstbewusst sind, sie hat ihr eigenes Leben. Meine Ex-Freundin, ohne ungern schlecht darüber zu reden, aber ich hatte es sehr gut mit ihr. Aber eines der Hauptprobleme war, sie hat nicht so, ist nicht so in ihrem eigenen Leben gestanden. Und ist dort dann die Unsicherheit für sie gekommen. Und so ist es dann irgendwie nicht. Mit Eifersucht würde dann wirklich nicht gehen, weil man halt ständig schöne Frau da, die sich hat und interviewt wird. Du, wir haben geheiratet im Juni. Ja. Wir haben medial gut können verfolgen, und zwar im Hotel in Bali. Also du hast das schön kombiniert. Hat sich etwas verändert, seit ihr verheiratet sind? Nein. Also sagen immer alles, verändert sich nicht. Was hat sich verändert? Also irgendwie natürlich sagen, ist jetzt meine Frau, meine Wife, ist natürlich so ein bisschen die Hauptveränderung. Nein, es ist, ich glaube, sage ich immer, die grosse Veränderung, sagen ja, es werden dann vor allem Kinder sein. Oder? Ich glaube nicht, dass heiraten, das ist ein Commitment, finde ich schon. Ich habe viele heiraten ja nicht mehr und finde, es ist nicht wichtig. Uns ist das beide wichtig gewesen, nicht aus gesellschaftlichen Gründen, nicht aus religiösen Gründen, einfach weil wir beide irgendwie so ein bisschen das Traditionelle, nostalgisch irgendwie finden wir schön. Und ja, das Commitment, eben wie gesagt, man muss nicht unterschreiben, um sich das Commitment zu geben, aber jetzt in unserem Fall haben wir gefunden, das wäre schön. Und das Fest natürlich war auch noch ein toller Grund gewesen, ja. Das war wirklich schön gewesen. Das haben wir auch toll gemacht, eine riesige Hochzeit mit 150 Gästen, gell, bei euch im Hotel in Bali, wo deine Mami die Chefin auch ist. Also, ich kann es glaube fast nicht schöner machen, oder? Deine Frau hat glaube auch sehr lange geplant dafür. Ja. Und, wir das haben, ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, also halt von vielen so ein Traum, oder? Die Hochzeit. Für dich auch gewesen, oder nur ja, von ihr? Ja, doch schon. Nein, doch schon. Eben, wie gesagt, also für mich ist das Fest, dass ich bin sehr, weil ich keine Geschwister habe, bin ich sehr sehr eng mit meinen Freunden. Ich behandle, und das ist in der Rede lustigerweise von meiner Frau, wo man sich auch gegenseitig gibt an der Hochzeit, ist das ein Teil davon, dass ich irgendwie meine Freunde ich behandle sie wirklich wie Familie. Klar ist, es ist nicht Blut und es ist sicherlich vermutlich nicht ganz so wie Blut, aber es ist sehr, sehr ähnlich und, oder nahe. Und ja, und einfach all die Leute zusammen zu haben. Und ich sage immer, wenn es ein bisschen traurig ist, es gibt zwei Momente im Leben, wo all deine Leute zusammenkommen, wirklich an. Das ist die Hochzeit, deine Beerdigung. Und leider kannst du nur eins miterleben. Nüsse. Und darum ist das, ja, irgendwie doch noch, kann ich eigentlich zu stehen. Es war eigentlich noch so wichtig gewesen, dass das irgendwie eine tolle Sache wird und etwas Schönes. Und ich glaube, das ist so das, was meine Frau und mich vorantreibt in unserem Leben und in unserem Beruf, ist, Erlebnisse zu kreieren,
und das gehört ja zu deinem Beruf, die Leute zu unterhalten. Und das habe ich schon immer gesagt früher. Es ist längst nicht mehr, am Anfang war es noch lässig, dass man da so Skiwerfer hatte und so fort, mal über einen roten Teppich hat. Und dann ist, irgendwann realisiert man, dass das alles so, manchmal ist es lustig, aber alles eigentlich nicht so wichtig ist. Und dass man Leute unterhalten kann und Leute ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Und das ist ein bisschen das. Und das ist bei mir eben, ich sage immer, alles, was ich mache, ist so ein Deckmantel Unterhaltung. Das ist so ein bisschen mein Fazit von diesen 3 Jahren Soul Searching, als ich anfangs 30 war. Ob ich eine Produktionsfirma mache, oder ob ich moderiere, oder Schauspieler, oder ob jetzt der Resort und das Restaurant. In einem Resort bist du ja auch. Du hast auch die Leute unterhalten. Ja, und schenkst Erlebnisse. Genau. Und das war unser Ziel. Und die Leute sind wirklich aus der Hochzeit rausgelaufen und haben gesagt, das werden wir nie vergessen. Und es war wunderschön. Es war auch ein bisschen für die anderen, nicht nur für euch. Absolut. Ja. Also, da ist glaub, vielleicht noch ein bisschen, ja, ich weiss jetzt, ich muss meine Frau fragen, aber glaub, da ist es vielleicht noch eher traditionell, wenn es dann niemand auf die Füße steht, vielleicht noch ein bisschen mehr dann, ja, der Tag für die Frau. Für mich ist es, glaube ich, wirklich so ein bisschen für alle. Ja, ja. Klar, du, jetzt haben wir auch gesagt, Familie ist bei euch ein Thema. Wie macht ihr denn das, wenn ein Kind kommt? Da hast du dann deinen Lebensmittelpunkt auf Amerika verschieben, oder? Sind wir in Bali? Oder kommt ihr in die Schweiz? Nein, erstmal muss es dann so weit sein. Und zweitens, ich glaube, so weit kann man wie nicht planen. Wir haben beide sicherlich jetzt mal so ein bisschen Amerika, weil sie halt ihr Beruf in Amerika ist, wird vermutlich jetzt eher noch ein Amerika-Standbein, was Kind anbelangt. Aber wie jetzt gerade vorher die Dame des Make-ups gesagt hat, das Kind hat am Anfang geht's ja, das ist zwar schwierig mit dem Reisen, aber bevor sie in die Schule gehen, ist es noch ein eher einfach, dass wir verschiedene Locations zuhause sind. Und bis sie dann in die Schule gehen, geht es noch ein. Also da muss ich hoffentlich, werde ich dann in den nächsten 7-8 Jahren noch mal eingeladen ist, persönlich. Und dann kann ich dir dann erzählen, was. Wie das dann ist, genau, so mit Heim oder zwei Kindern. Genau, genau, ja. Genau, nein, genau. Es wird natürlich dann schon relevant. Ja. Du, wo haben wir euch denn kennengelernt? Wir haben uns in Los Angeles kennengelernt. Nicht bei euch im Restaurant? Nein, aber in einem anderen Restaurant. Nein, das ist kennenlernen, ist durch Freund von uns. Also, nein, eigentlich nicht durch Freund, Entschuldigung. Wir waren beide in einem Restaurant und wir waren mit Freunden unabhängig und dort haben sich die Freunde kennengelernt. Und so jetzt dann Connection. Hey, ja, wie läuft's so? Und hat man sich kennengelernt. Nicht irgendwie, der Funke ist dann gerade gesprungen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, also ich sage immer, Liebe muss sich sicherlich entwickeln, aber das Nächste an Liebe, wo kann sein kann, ja, war. Ja. Also vor allem beim ersten Treffen. Nachher. Ich habe fast keine Zeit, ich mache es trotzdem. Schaut dir noch schnell ins Gesicht. Wie Pietro Sossi hat 2 Merkmale in dem Gesicht gefunden. Ich finde, das muss man schon noch schnell mit ihm diskutieren. Max Lang, Moderator, Schauspieler, ja, in Malaysia, ja, eine grosse Berühmtheit. Ja, was bei ihm ganz stark ist, also das sieht man, ich nicht gerade sofort, aber bei ihm fällt das auf, dass er ein extrem starkes Selbstbewusstsein hat. Das sieht man da, weil das Innenohr da kommt da ziemlich über das Aussenohr aus. Und das macht er auch dann mit starker Leidenschaft und mit starkem Temperament. Das sieht man bei der Augenbrauenbehaarung. Ich glaube sogar, dass er stärkere Augenbrauenbehaarung hat von Natur. Ist einfach schön in Form gebracht. Das ist auch noch wichtig bei ihm. Was man aber sieht, auch noch, das ist auch ganz wichtig, er hat einen situativen Dominanzanspruch. Die Distanz von da bis zu oben ist recht gross und sie geht gerade ab. Und das heisst immer, er setzt seinen Dominanzanspruch, den er braucht für alles, was er macht im Leben, setzt er den manchmal sehr wohlwollend ein, anderen gegenüber. Aber es kann dann auch mal sein, dass er sehr sachorientiert vorgeht oder ich-orientiert. Also das sieht man dann dort. Was auch noch ist bei der Oberlippe, aber sie ist nicht allzu prall, aber sie ist auch nicht allzu flach. Und er setzt dann faktsorientiert und Bauchgefühl schön in einem guten Mix zusammen. Dafür kommt dann seine Unterlippe, die Menge von Unterlippenfleisch, ist dann extrem stark. Und dort zeigt das, wie viel Genuss und Lust und sexorientiert das dementsprechend für ihn kann sein. Genuss und sexorientiert. Stimmt, absolut. Das ist alles, was er sagt. Das ist wirklich, stimmt alles. Ja.
Total sexorientiert. Total sexorientiert. Ja. Und der hat einen grossen Dominanzanspruch. Jetzt haben wir es gerade davon gehabt. Ja, es ist eben so das Alpha-Gen, das habe ich. Und das hat in vielen Hinsichten einen Vorteil, hat aber auch in vielen Hinsichten einen Nachteil. Ja. Wir haben es gerade davon gehabt, so in Sachen Business etwas aufbauen. Bei uns jetzt im Resort in Hidden Hills Villas in Bali haben wir 25 Leute. Und da muss man, die Leute muss man ein bisschen führen. Mhm. Und dort hilft das schon, wenn man nicht der Liebste ist. Oder meine Mami ist mehr die Kreativ. Herzensnoten bringt sie in der Führung, oder? Ja, nein, aber wir ergänzen uns eben super. Es braucht immer so ein bisschen den Good Cup und den Bad Cup, oder? Aber es hat natürlich auch seine Nachteile, ganz klar. Ja, manchmal ist es dann auch ein bisschen too much. Irgendwie. Ich musste lernen, zuzuhören. Und nein, muss es auch mal geben können. Ich höre Nein auch nicht gern, aber zum Glück probiere ich ein bisschen an meinen Schwächen zu feilen. Also ich allen Sachen, allen Sachen beziehen und so früher an diesen Sachen ein bisschen zu feilen. Und ja, und eben jetzt in Bezug auf den Resort, meine Mami und ich haben auch uns mal das ein bisschen finden, oder? Wie sie kommt aus der Kunstwelt und sie hat wirklich das Herz und Seele in der Resort gesteckt. Sie hat wirklich jedes Teil in dem Sinn ausgesucht. Und ich bin jetzt ein bisschen mehr der Business vom Ganzen. Zu ergänzen mir eigentlich sehr gut. Aber es ist eine Herausforderung. Ich kenne das auch mit. Ja. Ich arbeite mit meinem Papi ab und zu. Es macht es nicht einfach, oder? So Business und Privat zu mischen. Und dann können sich die Rollen auf einmal drehen, oder? Du bist zwar der Sohn, aber trotzdem auf einmal eine andere Augenhöhe. Ja, gut. Was man ist ja. Was man so ein bisschen, das kommt im asiatischen Bereich, sagt man eigentlich, die erste Hälfte des Lebens schaut die Eltern auf dich und die zweite Hälfte schaut auf deine Eltern. Ich finde das eigentlich etwas Wunderschönes. Und es ist logisch so, dass man natürlich jetzt auch ein bisschen mehr die Funktion übernimmt und auch den Eltern ein bisschen schaut. Aber in Bezug auf Business, ja klar, also bei uns, es hat 3-4 Jahre gedauert, bis das dann aufgegangen ist. Wir haben Indonesien kennengelernt und so weiter und so fort. Und dort ist man ein paar Mal aneinander geraten und man musste wirklich seine Rolle finden. Und so geht es jetzt sehr, sehr gut. Ja. Also jetzt Zeit gebraucht. Hidden Hills Villas heisst das, gell? Ja. Kann bei euch buchen. Es sind 6 Bungalows, also richtig verstanden. Genau, das sind so Private Bungalows, etwas anderes als Hotel. Und es hat einfach passiert, alles so in deinem Bungalow. Das ist dein eigener Pool, das ist dein eigener Garten, das ist dann ein Wohnraum und ein Schlafraum oder auch 2 oder 3 Schlafräume mit einer kleinen Küche. Du hast dann den Butler-Service, das klingt immer ein bisschen mehr als es ist. Es ist ein Butler-Service, aber es ist nicht der British Butler da in seinem Frack, sondern halt einfach wirklich unser Service, unser Butler, der halt ein bisschen mehr ist als nur der Kellner, sondern halt auch dein Concierge und so halt wirklich, du bist im Zimmer einchecken und du hast einfach so ein bisschen dein Zuhause. An einem schönen Ort. Also muss man sich unbedingt mal anschauen. Unbedingt. Auf eurer Page. Unbedingt. Das sehen wir jetzt auch. Ich sage erst einmal, Max, danke vielmals. Danke auch. Ich glaube, da kommt noch ganz viel. Darum gebe ich jetzt auch noch mal etwas von Gottlieber Hüppe. Super, Gottlieber, die liebe ich. Etwas vom Bodensee ist nicht Bali, nicht Singapur. Nein, es ist ganz bodenständig, der Bodensee. Aha, sehr gut. Aber auch ein ganz schöner Platz. Merci vielmals. Mit deiner Frau reisen. Ja. Hey, toi, ich freue mich auf all das, was noch kommt. Danke. Danke vielmals. Und wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder. Dann ist der Markt drauf. Da wird ein anderer Tag sein, wird ein bisschen musikalischer noch werden. Ich würde mich freuen, du schaust dann auch drin. Bis dahin, gute Zeit, habt Sorge. Ciao zusammen. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer.